Hallo und herzlich willkommen bei Mika Caravan in Dinkelsbühl. Schön, dass ihr wieder da seid, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Vielen Dank auch dafür. Ich hoffe jetzt wirklich, dass bald dieses windige Wetter mal ein bisschen anders wird. Regen, Wind, also boah, ist fürchterlich. Was machen wir heute? Wir haben da hinten ein wunderschönes Fahrzeug stehen, einen Niesmann und Bischof, wo wir mal wieder eine Cinderella-Verbrennungstoilette verbauen. Und heute haben wir die Vorbereitungen dafür getroffen und ich nehme euch da natürlich auf den Weg wieder mit, damit ihr seht, wie das funktioniert. Aber ich muss dazu sagen, dieser Niesmann und Bischof hat natürlich auch Unterflur-Gastank verbaut, von Haus auf, ganz tolle Geschichte. Da ist natürlich für die Cinderella dann auch genug Energie da. Bitte erspart uns so ein bisschen die Diskussion, ob Sinn oder Unsinn, Preis, Leistung, bla bla bla. Ich habe schon 100-mal gesagt, jeder leistet sich das, was er sich leisten mag. Mein typischer Spruch ist, der eine trinkt eine Flasche Wein für 500 Euro und der andere für 2,50 Euro. Für beide ist es ein sehr gutes Tröpfchen und so liegen einfach die Wertigkeiten auseinander. Ist überhaupt kein Thema. Rechnerisch wollen wir jetzt gar nichts darstellen. Ich bin nur dafür da, euch die Technik und den Einbau zu zeigen. Und drum möchte ich euch da auf die Reise mitnehmen. Und was unser Kastenwagen gemacht hat, mit einer ganz wilden Batterie, die da verbaut war. Ich sage jetzt nicht mit was, ihr werdet sehen. Und ich denke, wir gehen jetzt einfach mal in die Werkstatt und schauen uns das an. Ja, hier haben wir jetzt bei dem wunderschönen Kastenwagen eine Solarerweiterung macht. Und zwar haben wir hier ein 100 Watt Peak mit 50 Volt Modul, Schindelmodul, also ein Hochvoltmodul drauf gemacht von der Firma WCS. Hier haben wir dann unsere Kabeldurchführung gemacht. Das ist jetzt nur ein bisschen fixiert. Soweit ist das jetzt dann fertig, weil das Fahrzeug morgen dann in die Prüfung geht und dann sind wir hier auch schon durch. Also hier haben wir das Modul erweitert. Das ist die erste Aufgabenstellung gewesen. Au rux. Und jetzt schauen wir dann mal hier durch. Voilà, da sind dann auch schon wieder die Sitze drin. Dann haben wir hier, haben wir ja gesehen, die Thematik gehabt, dass eine Aufbaubatterie hier war, eine Aufbaubatterie war hier. Zum einen sind die ziemlich weit voneinander entfernt, was von den Entladeströmen natürlich immer nicht ganz so toll ist. Jetzt haben wir die Aufbaubatterie von da drüben mit hier rüber gebaut. Voilà, somit haben wir jetzt hier alle beide Batterien vereint und sauber dementsprechend installiert. Schaut richtig klasse aus und da kann dann jetzt auch weiter nichts mehr passieren. Und die Entladeströme und Ladeströme laufen wesentlich besser. Da drüben haben wir dann das Ladegerät hingebaut, was hier war, haben wir dann darüber gesetzt. Hier habt ihr ja gesehen, wie vorher der Akku montiert war, also ziemlich lose. Halt nein, ihr habt es noch nicht gesehen, aber das Video blende ich euch jetzt schnell mal kurz dazwischen. So, hier haben wir jetzt schon wieder ein neues Fahrzeug stehen und ich möchte euch hier mal bloß einen kurzen Ausschnitt zeigen, bevor wir das jetzt zerlegen. Wir haben gerade die Sitze rausgemacht und wie wir jetzt hier sehen können, sind hier Spanngurte verbaut, genauso wie auf der anderen Seite. Und so viel zum Thema, Spanngurte sind safe, also das ganze Ding hier ist locker. Also das ist Katastrophe, wie das Ding hier drin sitzt. Und genau von solchen Verbauten muss man halt ein bisschen warnen. Und hier macht es natürlich schon Sinn, dass man das dann komplett neu konstruiert und neu macht. Wir werden jetzt die Batterien alle in einen Sitz bauen, weil auch die Stromflüsse dann natürlich wesentlich besser sind. Wir werden hier die Elektrik dementsprechend anpassen, aber da holen wir euch dann wieder dazu. So, jetzt sind wir wieder da.
Dann haben wir jetzt noch nachträglich hier den Ladebooster montiert. Hier seht ihr dann dementsprechend die ganzen Sicherungen sauber verbaut. Hier haben wir ein 4er T-Splitter gemacht. Warum? Weil wir hier seitlich, seht ihr den roten Knopf. Das ist im Prinzip der Rapid-Knopf, weil hier kommen wir ja nicht mehr ran, wenn er verbaut ist. Darum haben wir den hier gemacht. Dann drückt man hier einmal drauf und dann seht ihr schon, wie hier das Licht leuchtet. Geht natürlich gleich wieder aus. Ich zeige es euch nochmal. Zack. Jetzt prüft er kurz, geht natürlich wieder aus, weil aktuell ist die Starterbatterie natürlich voll. Hier steckt noch der Laptop, dann später zur Prüfung letztlich. Darum liegt der Laptop auch noch da vorne drin, weil wir dann final natürlich prüfen, ob er richtig läuft, ob alles richtig passt. So, dann krabbel ich nochmals mit euch darüber, weil hier hat man die 230 Volt Verteilung drin. Und wir haben jetzt einfach unseren Solarregler da natürlich noch mit reingesetzt, weil da war noch Platz und haben den da unten noch dementsprechend mit verbaut. Da kriegt er auch schön Luft und da hat es auch ganz gut hingehaut, mir die Kabel verziehen. Aber das war schon echt, weil wir mussten ja von da einmal hinterm Schrank unsichtbar darunter und da unten rauskommen. Also es war schon mal wieder eine kleine Herausforderung. Hat natürlich wie immer super geklappt. Ja, das ist im Prinzip dann schon die Geschichte gewesen von dem Fahrzeug. Also alles soweit ganz geschickt. Dann haben wir noch einen zusätzlich Batteriecomputer verbaut. Der hat hier seinen Platz gefunden. Der wird jetzt gerade noch kalibriert, weil er am Landstrom hängt. Dementsprechend kann man hier einschalten und dann sehen wir auch gleich, was hier passiert. Aber aktuell hängt er nur am Landstrom. Das sehen wir hier 100%. Alles gut. Also auch alles perfekt. Ja, dann müssen wir noch ein paar andere Sachen prüfen an dem Auto. Das gehen wir aber dann noch morgen in Ruhe durch. Und dann ist er fertig. Dann holen wir schon wieder den nächsten. Und dann geht's weiter. Ja, was haben wir hier stehen? Einen wunderschönen Niesmann und Bischof. Was machen wir an dem wunderschönen Fahrzeug? Schauen wir mal hier rein. Hier steht schon die Toilette. Jawohl, der kriegt eine Cinderella-Verbrennungstoilette. Und ich würde sagen, wir schauen uns da mal jetzt kurz den Innen an, wie das Ganze dann entsprechend ausschauen kann, wenn es fertig ist. So, wir haben es jetzt schon mal kurz nur testhalber mal reingestellt. Also es wird eine interessante Geschichte und da nehmen wir euch natürlich wieder mit, wie wir die Cinderella dann hier sauber und ordentlich platzieren, dass die dementsprechend funktionell dann verbaut ist. Ich will dazu noch gar nicht viel sagen. Ihr seht ja jetzt den aktuellen Zustand. Die Toilette war natürlich so drin, die Kassettentoilette, weil hier sieht man ja nur das Fach von der Kassette. Und wie das alles dann fertig ausschaut, das zeige ich euch dann, wenn wir soweit sind. Das Schwierigste an solchen Umbauten ist natürlich immer, die richtigen Wege zu finden. Also zum einen müssen wir jetzt hier gucken, wo das Wasser entlang geht, weil wir immer uns angewöhnt haben, die Wasserleitung von der normalen Kassettentoilette bis zur nächsten Verkreuzung den Schlauch wegzumachen. Warum? Damit eben kein Brackwasser stehen bleibt. Weil da würden ja Bakterien entstehen und das wollen wir natürlich alles nicht. Also müssen wir das bis zur nächsten Verkreuzung wegmachen, damit da keinerlei Bakterien sich entwickeln können. Dann schauen wir hier weiter. Auch hier mussten wir alles aufmachen, weil hier sind die ganzen Gasanschlüsse. Und wir sehen jetzt schon, dass wir hier schon 1, 2, 3, 4 Stück haben. Also zum einen haben wir hier einmal die Außengassteckdose, haben die Heizung, haben den Kühlschrank und haben den Herd. Und jetzt brauchen wir natürlich nochmals so einen Griff für unser Cinderella-Verbrennungstoilette. Das ist natürlich Vorschrift, sonst kriegen wir die natürlich nicht eingetragen. Also müssen wir da dementsprechend hier die Gasversorgung umbauen. Dann haben wir hier vorne den Batteriekasten aufgemacht. Warum haben wir den aufgemacht? Weil wir hier einen Ladebooster verbauen. Somit müssen wir natürlich hier an die Batterie ran und dementsprechend wird dann der Booster noch rübergesetzt und muss an der Batterie angeschlossen werden, um natürlich dann auch von der Starterbatterie die Ströme in die Aufbaubatterie zu ziehen. Und da müssen wir einfach uns jetzt einen Weg darüber suchen zur
Aufbaubatterie. Die Aufbaubatterien befinden sich hier, also in der Nähe. Hier sind wir bei der Starterbatterie, hier sind wir bei der Aufbaubatterie. Hier befinden sich zwei Aufbaubatterien von WCS. Das Ganze hat WCS auch eingebaut. Also das waren nicht wir, sondern das war die Firma WCS. Wo das hier sauber und ordentlich verbaut hat, der hat auch hier einen Kombi dementsprechend. Und damit wir das Ganze jetzt komplett machen, kriegt er jetzt von uns hier noch einen sauberen Ladebooster von der Firma WCS verbaut. Und dann ist das komplett hier das Paket. Hier haben wir noch die WAP-Paneele von WCS und natürlich auch den... Weiß ich gar nicht, wie der geht. Den Computer, den muss man, glaube ich, hier einschalten. Das ist das Display vom Niesmann und Bischof. Da haben wir das Display, zack, und dann springt alles an. Jawohl, und da haben wir die WCS-Zyklon. Sehen wir schon mit 99%. Klar, wenn alles an ist, gehen jetzt minus 3,19 raus. Sieht man hier. Also echt eine tolle Geschichte, das Teil. Gefällt mir sehr gut. Dann kann man natürlich hier auch die Batterien einzeln angucken. Also echt eine tolle Sache, muss man ganz klar sagen. Wirklich echt top. Kann man nicht meckern. So, machen wir wieder aus. Zack. Und ja, wenn wir das dann alles durch haben, zu guter Letzt, kriegt er dann noch eine Alarmanlage von Tetronic verbaut. Und dann ist auch der schöne Niesmann und Bischof wieder fertig. Aber wie gesagt, da nehme ich euch die Woche noch ein bisschen mit, weil der steht ja noch ein bisschen da, um euch zu zeigen, wie wir dann entsprechend die Cinderella verbauen. Ja, ihr seht, war wieder richtig was los oder ist wieder richtig was los. So muss ich es ja sagen, weil wir haben ja erst Montag, die Woche beginnt und wir starten ja erst voller Energie. Und werden dementsprechend die Umbauten natürlich fortführen, euch mitnehmen, damit ihr seht, wie das von der Technik her funktioniert, von der Gasverlegung und so weiter, wie wir das handeln, wie wir das tun. Und danach könnt ihr wieder beurteilen, wie es geworden ist. Darauf freue ich mich schon wieder ganz besonders. Unser Kastenwagen, der fertig ist, da wartet dann schon wieder das nächste Projekt, wo wir uns schon wieder freuen. Heute Vormittag haben wir dann noch beim älteren Fahrzeug einen kleinen Akkutausch vorgenommen und. Immer was zu tun, immer was Neues. Immer geht es voran und eins möchte ich noch sagen, die 5 Platten laufen jetzt bei unserem Solartest. Da werde ich euch natürlich die Woche wieder ein passendes Update geben. Wir haben jetzt 5 Platten am Start und auch die werde ich nochmal kurz vorstellen und dementsprechend auch nochmal darlegen, wie das Ganze ausschaut, wie das Ganze funktioniert und die einstweiligen Ergebnisse euch bekannt geben, wie jede Woche. Und ja, am besten dranbleiben, am besten abonnieren, die Glocke klingeln lassen und dann verpasst ihr nichts mehr hier auf dem Kanal. Es war heute mal ein bisschen ein kürzeres Video und ich danke jedenfalls fürs Zuschauen, für eure Zeit. Ich freue mich wieder auf rege Kommentare von euch. Super, dass ihr immer so fleißig mitmacht. Freut mich unwahrscheinlich. Das ist echt toll. Und in dem Sinn freue ich mich auch noch über ein Like. Bleibt bitte gesund, passt auf euch auf. Und wir sehen uns spätestens in 1-2 Tagen wieder hier auf dem Kanal. Ganz lieben Dank. Ciao, ciao.